Es sind Gruppierungen wie Muslim Interaktiv als extremistisch eingestuft, die der Verfassungsschutz seit 4 Jahren beobachtet. Hier eine Demo im Frühjahr in Hamburg. Die Sicherheitsbehörden haben die islamistische Szene im Blick, aber auch die rechte Szene und linksextremistische Gruppen, die beispielsweise im Verdacht stehen, Anfang des Jahres einen Anschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werks in Brandenburg begangen zu haben. 400 Seiten dick ist der Verfassungsschutzbericht für vergangenes Jahr. Die Bundesinnenministerin und der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz machen deutlich, dass die Demokratie in Deutschland von verschiedenen Seiten bedroht werde, auch durch russische und chinesische Spionage und Cyberattacken. Die russischen Cyberangriffe sind eine Bedrohung, der wir entschlossen entgegentreten. Wir handeln Seite an Seite innerhalb der EU, der NATO und mit unseren internationalen Partnern. Denn es gilt, unsere Demokratie auch und gerade im Digitalen zu schützen. Das gilt vor allen Dingen jetzt in einem Jahr mit so wichtigen Wahlen. Auch der Nahostkonflikt sorge für neue Eskalationen in Deutschland. Seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem folgenden Gaza-Krieg gibt es einen drastischen Anstieg von antisemitischen Straftaten. Wir müssen die Spirale, dass Eskalationen im Nahen Osten zu noch mehr widerwärtigem Judenhass bei uns führen, unbedingt durchbrechen. Der rechtsextremen Szene rechnet der Verfassungsschutz rund 40.600 Personen zu. Präsident Haldenwang begrüßt heute das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster von vergangenen Monat, wonach der Verfassungsschutz die gesamte AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall führen darf. Es sind viele Formen von Bedrohung, die da heute aufgezählt wurden, aber im Wesentlichen lassen die sich eigentlich bündeln zu zwei Themensträngen. Philipp Menn in Berlin, Rechtsextremismus ist da der eine Strang. Was ist da besonders auffällig? Na, der schiere Umfang. Es ist deutlich geworden mit diesem Verfassungsschutzbericht, dass der Rechtsextremismus immer noch die größte Gefahr für die innere Sicherheit ist. Das betrifft zum einen die hohe Zahl an Rechtsextremisten, aber auch die hohe Zahl an Straftaten, die sie verüben. Und der Verfassungsschutzpräsident sorgt sich zum einen, dass Rechtsextreme öffentlich immer selbstbewusster und auch gewaltbereiter auftreten und zum anderen, dass die Szene sich vernetzt, auch in die Richtung der Politik, also auch mit Parteien vernetzt. Ein Drittel der AfD-Mitglieder, Parteimitglieder zählt der Verfassungsschutz inzwischen als offen rechtsextrem. Den zweiten Strang kann man nennen Gefahr von außen. Was ist da das Bemerkenswerte? Dass die äußere mit der inneren Sicherheit immer stärker zusammenhängt, das hat der Verfassungsschutzpräsident heute klargestellt. Ein aktuelles Beispiel, der islamistische Terrorangriff der Hamas auf Israel habe als eine Art Brandbeschleuniger in Deutschland gewirkt, was den Antisemitismus betrifft, zum einen von rechts und links, aber vor allem aus dem islamistischen Spektrum, wo die Zahl der entsprechenden Straftaten im dreistelligen prozentualen Bereich angestiegen ist. Ein weiteres Beispiel äußerer Unsicherheit ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der auch in Deutschland dazu führt, dass russische Geheimdienste hier verstärkt aktiv werden durch Cyberangriffe, aber auch durch Desinformationskampagnen. Dankeschön. Philipp Menn war das live aus Berlin.